Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz zwiften DAX 30 Analyse hier mit meinem alten CFD Broker, weil man hier das also pipgenau hier darstellen kann. Ich trade keine CFDs mehr, ich betone das nochmal. Ja, ist meiner Meinung nach auch eher mehr Risiko vorhanden bei CFDs als wie alles andere und von daher habe ich davon Abstand genommen. Inklusive diesen ganzen Gebühren und Rollover-Fees, das hat mir dann überhaupt gar nicht mehr gefallen. Und es macht viel mehr Spaß, sich mit Aktien zu befassen. Nichtsdestotrotz hängen Indizes und Aktien ja irgendwie miteinander zusammen. Und ich habe mich sehr viele Jahre mit dem DAX beschäftigt. So wie viele andere Deutsche eben auch, komischerweise, obwohl andere Indizes wahrscheinlich viel, viel interessanter und lukrativer sind. Aber so ist es eben. Das Umfeld. Ne? Ja, und ich hatte hier schon mehrere DAX-Videos gedreht und diese Balken hier, die du hier siehst und diese Kreise, die habe ich schon vor Wochen und Monaten eingezeichnet. Das heißt, als wir hier waren, ungefähr im Oktober, November, September, hatte ich schon diese Balken eingezeichnet. Ist ja auch irgendwie logisch, denn genau hier, jetzt könnte ich nochmal theoretisch nochmal einen neuen Balken einzeichnen, ne? Nämlich den hier, ne? Wo wir, und zwar ziehe ich den jetzt nicht genau dahin, weil ich jetzt weiß, dass wir da abgestoßen sind, sondern ich ziehe ihn einfach dahin. Das ist halt eben die Charttechnik, das ist der Witz an der Charttechnik. Du schaust dir die Vergangenheit an, ja, ziehst dir den Balken zu diesen zwei Allzeithochs, wo wir diesmal getestet worden sind. Also das war August. Nee, das war November 2017 und Januar 2018. Das heißt, in dem Zeitraum von 3 Monaten, ja, ist sozusagen hier diese Range entstanden im Hoch und diese Range hier im Tief. Ja. Und das könnte man jetzt anders färben. Ich habe, wie gesagt, echt nicht viel Zeit und ich mache das alles hobbymäßig und habe ein bisschen zu tun zurzeit. Anders wie manche andere, die von diesem Ganzen hier, letztendlich die nichts anderes machen den ganzen Tag. Hier unten, das wäre jetzt die Range im Tief. Also wenn man das da unten noch dazu nimmt, das sind letztendlich keine Schlusskurse, aber das sind eben nur diese Dochte. Dann ging es runter bis hier. Ne? Also letztendlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der DAX letztendlich, nachdem er hier in die Zone reingetroffen, gegangen ist, sehr selten nur mit Schlusskursen. Und also, dass der DAX nicht einfach so träge wie er ist und das schon seit, ja, sagen wir mal, seit der letzten großen Finanzkrise. Jetzt mag einer sagen, oh, die Aktien sind doch so gut gelaufen seit 10 Jahren im Bullenmarkt und so. Ja, alles richtig. Aktien insgesamt, ja, global gesehen. Aber der DAX als solches ist im Vergleich zu allen anderen Indizes, wenn du es hier mal vergleichst, ja, der S&P, und es sieht doch ein bisschen anders aus, also Unterschied hoch zu tief, ja. Als wie jetzt halt so ein DAX hier. Ist doch etwas deutlicher neues Hoch hier, als wie jetzt letztendlich der DAX, der noch nicht mal das alte Hoch erreicht hat. Und so, ja, dieses Verhältnis, dass der DAX diese Trägheit aufweist, ja, das ist einfach seit, ja, solange ich den DAX trade, ja. Definitiv. Seit der letzten Finanzkrise und von daher ist die Wahrscheinlichkeit noch mal geringer, dass er einfach hier so schnurstracks einfach mal ins Allzeithoch in diese Zone reinkommt und dann einfach so durchzieht. Ne? Hätte auch noch 13.500 hätten es auch noch werden können, aber vielleicht geht er auch noch mal dahin, aber auf jeden Fall zieht er nicht einfach so oben durch. Also das habe ich mir gedacht. Ich habe auch, was den DAX betrifft, eine einzige Aktie. Und diese eine Aktie macht knapp 5% meines Portfolios aus und das ist die SAP. Weil SAP einfach eine Tech-Aktie ist, weil ich mit SAP viel zu tun habe oder viel zu tun hatte, beruflich, indirekt, direkt, einfach teilweise auch mit den Dienstleistungen, Produkten und so weiter. Und ich mich eigentlich
relativ gut auskennt, aber auch weiß, dass das Kerngeschäft von SAP umstrukturiert wird, die sehr erfolgreich sind, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Konkurrenz dazu bekommen haben. Denn das Kerngeschäft ist nach wie vor von SAP ERP und ERP ist Enterprise Relationship Management. Und letztendlich, wo die ganze Logistik, Wareneingang, Warenausgang, Controlling, all diese Dinge werden damit abgebildet. Also ursprünglich kommt SAP aus dem kaufmännischen, ja, Software heraus und ist entsprungen aus, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so weit ausholen bei SAP, ist entsprungen aus unserer so starken Automotive- und Maschinenbauindustrie, also insbesondere Automotive. Eine richtig, richtig große Industrie bis dato noch. Zurzeit geht es ihnen nicht ganz so gut. Und die haben alle die haben quasi SAP per se. Ja? Die ganze Zuliefererkette, damit die alle miteinander kommunizieren können, ist quasi Pflicht. Das ist wie so ein, wenn du Spreadsheet machen willst, also wenn du was kalkulieren willst, brauchst du Excel. Punkt. Ja? Und wenn du Autozulieferer bist und willst was verkaufen und kaufen, also Wareneingang, Warenausgang, dann brauchst du SAP. Punkt. Ja? So ungefähr ist es vergleichbar. Natürlich ist SAP jetzt nicht so im Mainstream bekannt. Also wenn du jetzt auf der Straße irgendwelche Leute fragen würdest, was ist SAP, dann wüssten sie es vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Aber dann wüssten sie nicht wirklich, was SAP ist oder was SAP macht. Wenn du jetzt Leute auf der Straße fragst, ist Microsoft, was ist Microsoft, weiß jeder, was Microsoft ist. Jeder kennt Excel, jeder kennt Word. Das ist nochmal ein ganz anderer Horizont. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht in der, wir sehen hier den DAX, nicht die SAP-Aktie. Aber die SAP-Aktie ist einer von den Kerntreibern gewesen in den letzten Jahren von den ganzen DAX-Aktien. Also so manche DAX-Aktie hat ja, sagen wir mal, schlechter abgeschnitten als der Indiz. Und so Aktien wie SAP, die ich als einzigste DAX-Aktie im Portfolio habe, ein klein wenig Siemens, aber das lasse ich mal unter den Tisch fallen. Die Siemens-Aktie ist in den letzten 3 Monaten auch 30% gestiegen, knapp 20 bis 30, aber eben weil der DAX eben gestiegen ist. Ja, also von daher. Und also, long story short, ich bin extrem skeptisch. Ich überlege mir sogar, weil ich mit SAP derzeit 19,90, ich glaube also knapp 20% bin ich overall, also insgesamt mit meinem SAP zusammen akkumuliert, mit meinen SAP Positionen im Plus, also weil ich dann mal wieder nachgekauft habe und so verwässert sich natürlich das, was du schon seit längerem Zeit hast, ja. Das ist ja logisch, der Cost Average kann sich sowohl positiv als auch negativ Richtungen bewegen, je nachdem wann du was kaufst und wie viel, ist logisch, müssen wir nicht lange drüber reden. Und ich bin da eben 20% im Plus, wie bei vielen anderen Aktien auch. Und ich habe mir sogar überlegt, ob ich nicht jetzt halt hier, wenn wir jetzt hier in diesen Allzeithoch, in diese Zonen reinkommen, vielleicht sogar die auch noch veräußern soll, zur Hälfte mindestens, und einfach mal Gewinne mitnehmen soll, ja, weil so viel Dividende zahlen die auch nicht. Und lieber wieder warten, bis der DAX wieder schwächelt. Und ich kann nicht versprechen, der DAX wird wieder schwächeln, weil es einfach ein Schwächler ist. Ja? Der DAX ist einfach ein Schwächling und das ist es schon seit Ewigkeiten gewesen. Und man sieht hier ganz deutlich, dass es runter immer schneller geht wie rauf. Ja? Und ob das heute sozusagen dieser massive Test von der 13.000er, ob das jetzt das letzte Husterl war oder nicht, das sei mal hingestellt. Ne? Ich habe ja schon bei meinem letzten Video, und das habe ich wohl gemerkt, vor 2 Wochen oder das davor schon länger gedreht, schon stark angezweifelt, wenn jetzt der Dezember kommt, ob wir im Dezember tatsächlich eine Jahresendrallye sehen werden oder vielleicht sogar nur darum gedümpelt, das war eigentlich mein Gedanke, oder vielleicht sogar genau das Gegenteil, dass das Ding einfach mal 1000 Punkte einstürzt, ja, but why not, ja, wir haben ja quasi hier
eine super Rallye bereits hingelegt, ja. Es interessiert keinen Menschen, ob du dir jetzt halt vorgestellt hast, dass der Dezember gut läuft oder nicht. Ich sehe einfach nur hier den Chart und ich sehe, wir sind in der Allzeithochzone und ein DAX hat innerhalb der letzten, solange ich mich mit dem täglich beschäftigt habe, in den letzten 10 Jahren, noch nie eine Allzeithochzone einfach mal so, ist einfach mal so dran vorbeispaziert. Und ich erlaube mir wirklich selten irgendwelche Prognosen oder irgendwas, was den DAX betrifft, weil der auch sehr anfällig ist und aus tausend anderen Gründen ich auch nie besonders Erfolg hatte, den DAX zu traden. Ganz ehrlich, auch kurzfristig schon gleich gar nicht. Deswegen lasse ich da auch die Finger davon komplett. Aber so als Indikator ist es ganz nett. Und ja, also ich sehe mal, man könnte, wenn man ganz böse ist, ja, und hier mal zurückgeht bis zum Jahr 2016, ja, dann könnte man auch, wenn man wirklich ganz böse ist, sagen, der DAX ist nichts anderes wie ein Seitwärtsmarkt gewesen, die letzten 5 Jahre, von wegen Bullenmarkt, ja. Und das sagt vielleicht auch schon einiges aus, dass wenn die ganze Welt oder US-Indizes und so weiter steigen wie verrückt, ja, hier, mal der gleiche Zeitraum, sieht doch ein bisschen anders aus. Ja, also dieser größte Indiz der US hier, sieht doch ein bisschen anders aus. Dann, oder, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich könnte es jetzt auch noch nebeneinander machen, aber ich denke, die Message ist rübergekommen. Dann, tja, dann würde ich einfach hier mal ganz vorsichtig sein. Tja, vielleicht verkaufe ich auch noch die Hälfte von SAP. Ich habe da meine Zweifel. Auf jeden Fall sehe ich damit mit Argwohn ein bisschen drauf, dass wir letzte Zeit so gut gelaufen sind und wir jetzt gerade mal Anfang Dezember haben. Und dann nächstes Jahr kommen ja die Wahlen noch auf uns zu und das wird sowieso lustig. Ich glaube mal, dass ich lieber ein bisschen mehr Cash halten werde, als ich das ursprünglich geplant habe. Denn wie gesagt, wenn die Börse wieder runtergeht und irgendwann wird sie einfach wieder, wenn wir hier mal den Nasdaq uns anschauen auf Wochenbasis, ja. Geht zwar stetig nach oben, kann aber auch mal ganz schnell hier 20% rein runtergehen, ja. Ja, okay, das soll es gewesen sein. Mit den Indizes ist nicht mehr so meine Welt. Und dann wünsche ich noch viel Erfolg weiterhin. Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein. Ciao, ciao.